Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein Skript hier vorstellen, das heißt jetzt wachsen. Ja, klingt sehr interessant. Ja, also es heißt hier in der Beschreibung, drücken Sie die Taste zum Wachsen 5 Sekunden verzögert pro Stufe. Also, einige Kulturen benötigen 2 Stufen und damit 2-mal Tastendruck pro Wachstumsstufe. Ja, würde man sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt da an. Also ich habe jetzt schon mal hier, wie wir sehen, hier ein Feld hier eingesät, hier mit Kartoffeln. Das war viel, viel Arbeit. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wir gehen jetzt hier mal auf unsere Tastenbelegung hier für unser Wachstum. Da sehen wir jetzt hier diese Taste hier mit, also diese Falltaste hier über rechts speichern drücken, also die Enter-Taste. Die muss man dann drücken, dass wir das Ganze natürlich hier entsprechend nachher verwenden können. Also, wir sind jetzt hier, also Wachstum. Ja, schauen wir auch mal gleich das uns auch an. Gehen jetzt mal rauf einmal. Sind wir mal gespannt. Jetzt haben wir 2-mal gedrückt. Oh, das war echt nice. Und gehen wir nochmal jetzt einmal her auf die Karten an sich, das Ganze. Zwecks wegen Wachstum. Hat es jetzt eigentlich, wie wir hier sehen, jetzt eigentlich nur jetzt unseres Feld, wo wir jetzt draufstehen, auch damit hier in Angriff genommen. Jetzt gehen wir nochmal her. Drücken wir nochmal her. Haben wir jetzt einmal gedrückt. Sind wir jetzt hier schon gewachsen. Zweite Mal gedrückt. Dritte Mal gedrückt. So. So kann man eigentlich, jetzt haben wir jetzt schon das hier, also erntereif, also die Kartoffeln hier ist grau zu entfernen. Also ich finde das eine echt coole Sache, das Ganze. Dass wir also, wenn wir es eilig haben, ist oft Richtung, da können wir an 0,0 uns ein Feld, also erntereif hier machen. Wenn wir das für richtig halten. Ja, ich finde das ist ein cooler Mod. Ich bin einmal dankbar drum, muss man sagen. Für diese tolle Sache natürlich, weil das hat was an sich. Manche sagen ja, sie finden das unnötig. Manche sagen ja, super toll. Es ist jeden seine eigene Entscheidung, ob er diesen Mod, also Skript, natürlich dann nachher verwenden will. Ich sage einmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.